Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge meines Digitaltechnikkurses. Heute geht es darum, einen synchronen Modul 6 Vorwärts-Rückwärts-Zähler mit JK Master Slave Flipflops aufzubauen. Das werden wir in einer Folge nicht schaffen, deshalb werde ich heute dieses Video einmal dazu nutzen, um zunächst einmal die Aufgabenstellung zu erläutern und dann in den nächsten Folgen werden wir dann nach und nach diesen Vorwärts-Rückwärts-Zähler bauen. Also es soll um einen synchronen Modulo 6 Zähler gehen, also ein synchroner Zähler ist ja ein Zähler, bei dem alle Flipflops gleichzeitig geschaltet werden, der also mit einem externen Takt gesteuert wird. Ein Modulo 6 Zähler zählt von 0 bis 5 und fängt dann quasi unten bei 0 wieder an. Und wenn er vorwärts zählt und wenn er rückwärts zählt, zählt er quasi von 5 rückwärts bis 0 und fängt dann bei 5 wieder an. Und das Ganze soll mit JK Master Slave Flipflops gebaut werden. Was JK Master Slave Flipflops sind, das werde ich gleich in dem Logiflash auch nochmal zeigen. Okay, wechseln wir direkt mal zum Logiflash-System und schauen uns da erstmal an, wie das Ganze denn aussehen soll. Wir möchten ja von 0 bis 5 zählen und die Zahlen möchte ich gerne auf einer 7-Segment-Anzeige anzeigen lassen. So eine 7-Segment-Anzeige finden wir unter LAMPS und dort haben wir eine 7-Segment-Hex-Anzeige. Bei einer 7-Segment-Anzeige, so wie sie da steht, ich trage sie da mal ein, da haben wir quasi 7 Anschlüsse zur Verfügung und können die einzelnen Segmente steuern. Ich mache das mal eben mit einem Button und da sehen wir, dass wir dann im Prinzip das einzelne Segment steuern und wir müssten dann noch einen Umsetzer haben von unserer errechneten Zahl zur 7-Segment-Anzeigensteuerung. Das möchte ich jetzt nicht verwenden, sondern ich möchte diese 7-Hex-Anzeige nehmen und da können wir letztendlich binär kodierte Zahlen dort als Eingänge nehmen. Ich mache das mal und verbinde die Anschlüsse und dann können wir sehen, hier oben haben wir 2 hoch 0, da haben wir 2 hoch 1, 2 hoch 2 und 2 hoch 3. Das heißt, wenn wir beispielsweise eine 6 darstellen wollen, dann müssen wir diese beiden Bits setzen und dann wird die 6 dargestellt. Okay, das ist die 7-Segment-Anzeige, die möchte ich dafür verwenden. Findet man hier unter LAMPS und dann dort die 7-Hex ausgewählt. Okay, dann soll das Ganze mit JK Master Slave Flipflops passieren. JK Flipflops sehen folgendermaßen aus. Man findet diese Flipflops hier unter Flipflops. Da sind die ERS Flipflops erstmal ausgewählt. Dort kann man auch JK Flipflops auswählen. Wir nehmen das Ganze mal flankengetriggert. Und das ist zunächst einmal ein normales JK Flipflop. Ich schalte das mal dort auf und zeige mir mal die Ausgänge an. Am besten beide. Und so ein JK Flipflop funktioniert folgendermaßen, dass ich mit J das Flipflop setzen kann. Und ich brauche noch ein Taktsignal. Das schließe ich hier auch mal an. Mit J kann ich das Flipflop setzen, indem ich hier J auf 1 setze und immer dann, wenn ich hier eine positive Flanke bekomme, dann setze ich oben das Flipflop. Hier unten an dem zweiten Ausgang bekommt man diesen Ausgang, den eigentlichen Ausgang invertiert dargestellt, sodass man ihn nicht noch zusätzlich invertieren muss, wenn man das invertierte Signal haben möchte. Mit K gleich 1 kann ich diesen Ausgang wieder zurücksetzen. Das heißt, bei der positiven Flanke, die jetzt kommt, setze ich den Ausgang wieder auf 0.
Und die Besonderheit bei JK Flipflops ist, wenn beide Eingänge auf 1 gesetzt sind, dann kann ich bei jeder positiven Flanke den Ausgang wechseln lassen. Das ist eine Besonderheit bei JK Flipflops, die man so bei RS Flipflops beispielsweise nicht kennt. Und das werden wir auch nutzen bei unserem Zähler, weil wenn wir vorwärts zählen und wir gucken uns den Binärcode mal an, dann sehen wir, dass das letzte Bit laufend wechselt und da reicht es also nur entsprechend das Flipflop so aufzubauen. Im Gegensatz zu den normalen JK Flipflops funktionieren JK Master Slave Flipflops folgendermaßen. Ich wähle hier nochmal einen JK Edge Triggered aus, aber eben als Master Slave Flipflop. Und setze den hier mal rein und wir gucken mal, wie der funktioniert. Die Ausgabe lassen wir uns wieder anzeigen über eine Lamp. Okay, verbinden wir hier mit. Und die Eingänge entsprechend wieder mit zwei Buttons und unserer Clock dazu. Gehen wir hier mal hoch und verbinden mal unser Clock und die beiden Eingänge J und K. Und das JK Flipflop hat so funktioniert, dass wenn ich J auf 1 setze, dass dann bei der positiven Flanke hier an dem Clock-Eingang diese 1 auf den Ausgang gesetzt wird. Beim JK Master Slave Flipflop funktioniert das etwas anders und zwar wird bei der positiven Flanke diese 1 zwischengespeichert. Und dann bei der negativen Flanke, also wenn ich wieder von dem Zustand 1 auf den Zustand 0 gehe am Clock-Eingang, dann wird erst die 1 am Ausgang übernommen. Umgekehrt genauso, wenn ich den Flipflop zurücksetzen möchte, dann kann ich hier bei der positiven Flanke meinen Eingang übernehmen, intern speichern und dann bei der negativen Flanke wird dann das Datum auch tatsächlich am Ausgang ausgegeben. Das geht sogar so weit, dass wenn ich hier die 1 setze, ich jetzt bei der positiven Flanke übernehme. Jetzt ist diese 1 intern gespeichert, das heißt, ich kann den Eingang ruhig wieder auf 0 setzen. Bei der negativen Flanke würde diese intern gespeicherte 1 wieder auf den Ausgang gesetzt werden.